Das Flutlicht ist an im Grünwalder. Die weißen Schweinfurter spielen von links nach rechts gegen die roten Bayern. Und die lassen sich von ihrer Sieglosserie erstmal nichts anmerken. Die 8. Spielminute, feiner Schnittstellenpass auf Milos Pantovic. Statt zu schießen, legt er zurück für Marco Hingal und der scheitert an David Paulus. Die 24. Minute, Bayern weiter im Vorwärtsgang. Karl-Heinz Lappe hat da draußen jede Menge Platz und das Auge. Lappe flankt, Pantovic hält den Kopf hin und schon steht es 1:0. Da gönnt sich Schweinfurts Abwehr kollektiv eine Pause. Weder Lappe noch Pantovic werden angegriffen. Und so macht man es dem Rekordmeisternachwuchs natürlich ganz einfach. Schweinfurts Offensive meldet sich dann kurz vor der Halbzeit. Irgendwie kommt der Ball zu Marius Wilsch, doch der schießt dann deutlich drüber. 43 Minuten sind da gespielt. 4 Minuten nach dem Seitenwechsel. Ecke für Bayern, Fässer auf Öhrl, Riesenchance, Riesenreflex. Paulus verhindert da gerade noch das 2:0. Das folgt dann 5 Minuten später. Und wie? Schweinfurt hat alles im Griff, doch Bayern presst. Paulus mit dem Katastrophenpass. Hingal schaltet sofort, bedient Öhrl, der lässt Billig furchtbar aussehen und behält dann die Nerven. Ganz cool zum 2:0. Was für ein Geschenk für den früheren Bundesliga-Profi, dem man da seine ganze Routine anmerkt. Er lässt Paulus keine Chance, seinen Fehler wieder gut zu machen. 68. Minute, Freistoß für die Gäste. Steffen Krautschneider an den Außenpfosten. Dann die 69. Minute, Philipp Messingschlager behauptet den Ball und fällt. Schwierig zu beurteilen, Schiedsrichter Jonas Schieder hat aber perfekte Sicht und zeigt sofort auf den Elfmeterpunkt. Also tritt Krautschneider an und verwandelt eiskalt zum Anschluss. 4. Saisontor für den Standardspezialisten. Und Schweinfurt wittert nochmal seine Chance. Die 81. Minute. Adam Jabiri mit der Möglichkeit, doch sein Schuss landet knapp neben dem Pfosten. Nix war's mit dem Ausgleich. Der Münchner Nachwuchs gewinnt nach 5 Spielen auch mal wieder.